Oh, das ist gut, Uwe. Weißt du, Liebe geht durch den Magen. Oh, und ich kriege richtig Appetit. Ah, oh, schon wieder Hunger. Das Thema Essen regt nicht nur Peters Appetit an, es weckt auch angenehme Erinnerungen. Kein Wunder bei all den raffinierten Spezialitäten, die der Ludolfsche Küchenchef in seinem Repertoire hat. Einfach herrlich. Lecker. Oh, der sieht aber gut aus. Oh, herrlich. Fantastisch. Traumhaft. Sieht das gut aus. Fantastisch. Oh, die sind schön braun. Ah, das ist gut. Fantastisch. Ist nicht Essen was Herrliches? Ja. Was soll dir die Karin eigentlich Schönes kochen? Ich lass mal schon mal einfallen. Das ist eure Hochzeit da. Da musst du was Besonderes einfallen und nicht irgendwas. Uwe, ganz ehrlich, wenn ich Hochzeitstag hätte, ja, ich würde so kochen, so wie ein Mädchen. So betörend. Brodoschini mit Herz. Ein sinnliches Liebesfestmahl zum Hochzeitstag. Klar, dass Nudelliebhaber Peter seinem Bruder Uwe da zu einer besonderen Variante der Teigware rät. Tortellini in Schinken-Sahnesoße. Oh, ist das heiß. Schmeckt sehr gut. Potosine, Potosotto oder wie die heißt. Der Geschmack ist, man möchte noch mehr essen. Das weißt du. Der Geschmack ist erstmal zart, aber auch füllend, also kräftig und auch lieblich. Das Liebliche macht die Sahne da dran. Das kräftige das Fleisch da drinnen und die Nudeln hat was Fantastisches. Die Sahne ist richtig so umschmeichelnd. Wenn man auf dem Daumen die Sahne hat, ja, und auch heiß ist, macht nichts. Und dann so runterläuft. Ah, lecker, ich esse ja keinen Käse, aber dann die Sahne. Fantastisch. Einfach fantastisch. Die Bottolini. Sind so schön wie die Italienerinnen. Die lachen einen richtig an.